Einen wunderschönen guten Tag, liebe Bunkerbewohner. Wir sind wieder zurück bei Amnesia the Bunker. Okay. Draußen schleicht das Monster wieder rum. Aber wir haben letztes Mal das wichtigste Item, glaube ich, im Spiel bekommen. Oder mit unter anderem. Nämlich den Raumschlüssel. Problem ist jetzt, ich bin hart am Bluten, weil ich bin nearly dead. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so das große Problem. Aber... Oh, scheiße. Die Ratten sind los. Ja. Die Sache ist, ich muss jetzt hier irgendwie durch. Ich muss nämlich zum... Gefängnis. Weil ich habe ja den Schraubenschlüssel dabei und will jetzt den deutschen Gefangenen endlich befreien. Loading. Ja, und mit diesem Tool geht das ja jetzt endlich. Ich habe noch einen Lappen dabei, falls ich noch einen finde. Aber... Ja. Weil dann kann ich mir nämlich was herstellen zum Heilen. Deswegen ist meine Hoffnung, dass ich da vielleicht hier drin was finde. Mal gucken. Ich hoffe mal, die Ratten sind nicht zu gierig und folgen mir jetzt die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, ob hier noch irgendwas war. Mach mal Licht. Ich habe, glaube ich, hier nichts vergessen. Das können wir dann gleich aufmachen. Weil wir den Bolzenschneider haben. Muss man den Sound auf meinen Ohren etwas lauter machen, damit ich das Monster höre. Sonst bin ich... Ist das Muni... Heil! Mein Inventar aber voll. Nee, ist es nicht. Da ist noch eine Flasche. Das... Ich nehme es nicht mit, weil ich brauche ja noch Platz im Inventar. Nämlich für den... Okay. Weil ich brauche ja noch einen Platz im Inventar für den Bolzenschneider, wenn ich ihn gleich kriege. Deswegen wäre es ja blöd, wenn ich jetzt mein Inventar vorballer, weil dann muss ich ja eh wieder zurücklaufen. Komm. Warum geht das nicht ab? Wunderbar. Bin drin. Ja, für den Fall der Fälle nehme ich das. Weiß nicht, ob der hier rein kann. Wenn der hier rein kann, bin ich halt so gut wie tot. Der wischt mich einmal und dann war's das. Da drin, ich sehe nichts. Da ist direkt ein Wundverband. Ich glaube, der kann hier rein, ne? Ja. Ja, fuck you. Bin tot. Ja, ich habe halt nichts an HP. Bin halt, wie gesagt, bin halt ziemlich schnell, ziemlich tot. Okay. Ich muss jetzt ja eh nochmal alles nachspielen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in dem Raum wieder. Dass der kommt, ist ja irgendwie absehbar, weil ich halt Geräusche mache, aber anders wie geht's nicht. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Hey, ich habe es geschafft, mich zu verarzten. Mir geht's jetzt wesentlich besser. Okay, jetzt gucken wir mal. Vielleicht ist ja noch das... Ein oder andere hier drin. Das ist Fleisch. Da ist ein Bild. Was ist denn das für ein Bild? Da sind die Soldaten gerade irgendwas am machen. Im Hintergrund sieht man die Karte. Da ist irgendwas eingezeichnet. Bleibt mal weiterhin versteckt. Hier ist eine Notiz. Von Ufts Reinhard an FWV Deppli. Es gibt Neuigkeiten zum Gefangenen Nummer 73014. Da die restlichen Zellen leer sind, habe ich begonnen, ihn intensiv zu verhören. Hoffentlich haben die Schreie ihnen nicht den Schlaf geraubt. Ich bewache weiterhin darauf, er beharrt weiterhin darauf, ein gewöhnlicher Soldat zu sein, der seine Dienstgradabzeichen versehentlich
verlustig gegangen ist. Von den Plänen der zweiten Armee weiß er angeblich nichts. Ich schenke seinen Aussagen keinen Glauben. Ich habe ihm die Verpflichtung für die kommenden 3 Tage gestrichen, Verpflegung. Wenn er das nächste Mal etwas zu essen bekommt, wird die Dankbarkeit seiner Zunge gewiss ein wenig lockern. Eine letzte Anmerkung. Diese Tätigkeit fiel mir deutlich leichter, wenn wir Unteroffiziere etwas großzügigere Weinzuteilung erhielten. Oh yeah. Wein lockert die Zunge, weiß man ja, ne? Das? Leere Flasche. Okay. Brauche ich gerade nicht. Hier kann ich die Tür endlich aufsperren von innen. Zack. Eigentlich ist das hier ein Safe Haven, aber das Monster kann durch diesen Spalt hier durch anscheinend. Haben wir gerade gemerkt. Okay, es ist halt die Frage, welche Zelle muss ich öffnen? Ich glaube, dass es die hier ist. Da wurde was markiert, irgendwie. Open. An der Zelle tut sich aber nichts. Ich glaube, ich brauche Strom. Also sehr viel im Fall auf Open. Ich mach mal alle auf. Aber natürlich tut sich nichts. Die Sache ist, dann bräuchte ich ja jetzt Benzin. Ich habe aber leider keine Ahnung, wo ich noch welches herbekomme. Ich Vollidiot habe ja keins gelagert. Das ist halt ein großes Problem. Nichtsdestotrotz würde ich nochmal hier gucken gehen, weil ich glaube, ich habe hier in dem Abteil welches gesehen oder beziehungsweise nicht eingesammelt, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich habe eine Kugel. Ich wäre so frei, die Granaten hier mal zu deponieren. Plus das Fleisch. Lass erstmal alles hier, weil ich eh wieder hier hinkommen muss. Das nehme ich gerade mal mit, um es einfach dann hier wieder zu droppen. Hier ist so eine Sammelstelle. Ich hoffe, das bleibt im Spiel einfach hier liegen. Denn wie gesagt, ich habe nur eine einzige Kugel, um das Monster zu verjagen. Dann war's das. Wenn er jetzt hier reinkommt, bin ich ziemlich schnell ziemlich tot. Ich stelle mich jetzt mal hier in der Ecke und hoffe mal, dass der weiterzieht. Ich weiß auch nicht, ob der auch mein Blut irgendwie riechen kann oder sonst irgendwas. Das weiß ich nicht. Weil vor dem Eingang hier rechts liegt noch ein bisschen Blut von mir, als ich quasi ausgeblutet bin wie so ein Schwein. Aber okay. Ich ziel schon mal, falls er jetzt mich hier sieht in der Ecke. Ich muss es schaffen, rechts, da sind ein paar Türen, in diese Türen reinzukommen. Dort nach Benzin zu suchen. Also ich kann mir wie gesagt gut vorstellen, dass es nur geht, wenn der Generator läuft, dass hier Strom ist. Wir warten nochmal kurz hier, vielleicht geht er wieder. Ich hab Glück. Er ist definitiv hier, da ist er. Links sieht man ihn. Irgendwas aus Wut zerstört. Ich weiß halt auch nicht genau, wie gut das Monster sehen kann in der Dunkelheit. Das ist halt auch so ein Ding. Da hat auch, glaube ich, die Tür aufgestoßen. Ja. Wieder in den Wänden. So. Das ist wieder draußen. Muss bei ihm sein, bei dem Soldaten. Sonst würde er nicht so schreien. Das ist auch ein Indiz, dass man weiß, wo das Monster ist. Okay, der schleicht hier die ganze Zeit rum. Ich werde mal versuchen, rüber zu gehen in die Räume und Benzin zu finden und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir sind wieder zurück im Safe Haven. So, ich wollte dann mal gerne hierhin zurück, um noch ein paar Sachen abzulegen. Ich habe übrigens noch eine Erweiterung für mein Inventar erhalten. Das ist auch in den Räumen gewesen, die quasi ganz rechts sind. Also, wenn man... Ja, ich kann es euch gleich mal auf der Map zeigen. Auf jeden Fall habe ich da jetzt so ein bisschen was gefunden. Benzin
Leider nicht. Ich habe hier einen Erste-Hilfe-Kasten. Der ist auch noch sehr nützlich. Den werde ich definitiv mitnehmen, falls es mir wirklich, wirklich mies gehen sollte. Den Rest werde ich ablegen. Ich habe 3 Kugeln im Magazin, um das Monster zu, zu verjagen. Den Rest lasse ich mal frei, weil da ja noch ein paar Items sind, die ich mitnehmen möchte. Ich gehe jetzt nochmal trotzdem gucken, ob im Generator vielleicht noch was drin war. Nee, der ist komplett leer. Okay, scheiße. So, was kann ich jetzt tun? Es wurde nämlich irgendwas in die Karte markiert. Genau, ich wollte euch noch was zeigen. Also, wenn ihr das seht, bei dem Prison, ne, da die Storage-Räume. Da, wo Storage steht, bei Prison, da in den Räumen war ich drinne und in einem davon war die Erweiterung für das Inventar. So. Es gibt doch, es gab, glaube ich, einen Raum mit Benzin. Und zwar, glaube ich, da hinten Fuel Storage. Ich weiß nicht, ob ich da Benzin einfach so mitnehmen kann oder ob da was stand. Der Weg ist relativ lang und gefährlich. Jetzt weiß ich halt nicht genau, wo ich noch vielleicht noch ein bisschen Benzin herbekomme. Ich würde jetzt vorschlagen, ich werde jetzt nochmal einen Gang wagen. Und zwar werde ich so machen, ich werde nochmal Benzin suchen gehen, werde das in den Generator füllen und dann sehen wir uns wieder, sobald ich das getan habe und ich dann im Gefängnis bin, um den Bolzenschneider zu holen. Weil ich will heute definitiv ein bisschen Progress machen und das machen wir dann gemeinsam heute. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal Benzin suchen, dann sehen wir uns wieder, sobald ich das gefunden habe und dann gehen wir gemeinsam nochmal zum Gefängnis, wo der deutsche Soldat ist. Also, bis gleich. So, Freunde. Also, ich habe nochmal 2 Kanister gefunden. Bin mit heiler Haut davon gekommen. Der Generator ist halb voll. Jetzt müssen wir schnell und Speedrun-mäßig durchgehen, weil der Generator hält ja dann nicht so lange. Ich möchte gerne, dass wir vielleicht auch noch von dem Licht, was wir dann haben, ein bisschen was ausnutzen können. Deswegen hätte ich gesagt, wir legen den Schalter um und dann heißt es Let's go. Ich habe eben schon gespeichert. Wenn alle Stricke reißen, lade ich nochmal. Wollen wir mal. So. 3 Kugeln habe ich. Weiß ja gerade nochmal. Holz. Okay, let's go. Ich muss jetzt nicht rennen, aber ich sollte mich beeilen. Ich habe eine Gasgranate dabei. Wie gesagt, 3 Kugeln. Ich hoffe, das reicht. Eigentlich will ich nicht, dass der deutsche Soldat drauf geht, weil, ja, er ist genauso gefangen wie ich. Also, ich will halt auch nicht, dass er qualvoll stirbt, dass das Monster ihn tötet. Oh. Ist da? Er schreit wahrscheinlich, weil die Zelle offen ist, oder? Oder kommt das Monster und... Ich werde ihn beschützen, wenn es kommt. Die Zellen sind tatsächlich auf. Bist du? Verzieh dich. Bitte, bitte, hilf mir. Ich will nicht sterben. Bitte. Es kommt. Nein, nein, lass sie es zu. Darf ich hier durch oder nicht? Fuck you. Ich habe alles, was ich wollte. Weg hier. Ich habe seine Zelle, glaube ich, zugemacht. Ich habe den Raum geflutet mit Giftgas.
Nichts kann zu mir. In Vollcheck gespeichert, da steht, ist Vollcheck gespeichert, du Motherfucker. Komm. Ja. Ich lasse den Rest Benzin noch drin. Erstmal war es wichtig, den Bolzenschneider zu kriegen. Den Rest werden wir auch noch irgendwie schaffen. Jetzt eröffnen sich mir natürlich neue Möglichkeiten. Drahtschere. Macht auf dem Schlachtfeld kurzen Prozess mit Hindernissen. Durchtrennt Ketten, Drähte und andere dünne Gegenstände aus Metall. Yes! Es waren ja noch nicht nur Türen, die abgeschlossen waren, sondern noch kleinere, so Spins. Darin befinden sich wahrscheinlich auch noch mal ein paar Items, die es hoffentlich so und einzusammeln. Also ich habe jetzt auch noch zwei Erste-Hilfe-Kästen. Also noch mal einen kleineren Wundverband. Also was Heilung angeht, bin ich mittlerweile echt gut wieder aufgestellt. Aber ja, mich gegen das Monster zu wehren, wird schwierig. Jetzt muss ich nur mal überlegen. Also, wir können jetzt rein theoretisch unten diese Tür zum der Storage Arena aufmachen. Das geht. Und wir können natürlich auch die Tür öffnen zum Explosive Storage, weil da ist das Dynamit drin, was wir brauchen, um hier rauszukommen. Also, rein theoretisch, ich weiß nicht, was noch kommt im Spiel, ne? Keine Ahnung, wie lange das Spiel wirklich ist. Aber, so von der logischen Denkweise her, könnte ich mir mit dem Dynamit hier einen Weg raussprengen. Und dann wäre das Spiel rein theoretisch ja vorbei, weil dann sind wir aus dem Bunker raus. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Aber ich hätte jetzt gesagt, wir sparen uns jetzt erstmal ein bisschen Laufweg. Ich werde jetzt nochmal versuchen, runterzugehen zum der Storage Area oder zum Explosive Storage. Ich werde jetzt trotzdem nochmal den Generator anschmeißen, weil ich will das nicht machen, während ich hier auf die Karte gucke und mit euch rede, weil das ist alles Zeit, was läuft. Aber, wie gesagt, um Zeit zu sparen, werde ich jetzt den Weg abkürzen und dann sehen wir uns dann wieder in einer der Bereiche. Dann würde ich sagen, bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Also, ich habe mal diese Tür hier mit der Drahtschere aufgeschnitten. Und jetzt hätte ich gesagt, kriechen wir jetzt einfach mal hier rein und gucken mal, was hier ist. Ist alles unter Wasser. Oh, Tatsache. Dachte, ich falle gerade durch die Map. Leere Flasche. Ich hätte eine Kugel, um mich zu verteidigen. Mehr ist hier nicht zu holen. Aber mal gucken, was hier ist. Mich denn hier rüber? Rüberspringen geht nicht. Also unten drunter. Oder kann ich auf etwas drauf springen? Ich will mir das bauen. Komm schon. So nicht. Habe ich das Fass? Weiß nicht, vielleicht müssen wir ein bisschen kreativ werden, was das hier angeht. Ach so, das muss weg. Ich mache es mir ein bisschen komplizierter, als es sein müsste, aber gut. Hier kann man einen Schalter umlegen, das ist für später wichtig, wenn ich hier wieder Benzin für Licht haben sollte. Jetzt ist es hier wirklich arschdunkel. Oh Gott. Komm. Die Kiste will da nicht raus. Muss ich sie schieben? Steckt fest. Komm schon. Hilft eine Granate hier? Aber dann stürzt das ganze Gerüst hier ja ein, oder? Keine Ahnung. Also die Kiste, da kriege ich irgendwie nicht weg. Ah, warte. Da hat sich was getan.
Jetzt. Passt. Komm schon. Kiste, bounce die ganze Zeit zurück. Geht dir nicht weg? Okay, ich werde es gerade mal kurz offscreen probieren. Bis gleich. Hey, ich habe was Interessantes rausgefunden. Ich kann an der Kiste so viel rütteln und schütteln, wie ich will. Das bringt alles nichts. Weil hier ist dieses Gerät, das kann man auch bedienen. Hier ist ein Hebel. Das Problem an der Geschichte ist, naja, wie soll ich sagen? Es funktioniert nicht. Also es ist mit irgendwas verbunden. Man sieht das hier, hier läuft so ein Kabel raus und dann dieses hier hängt im Wasser. Das ist eine Pumpe und wir müssen versuchen, diese Pumpe, denke ich mal, in Gang zu bringen, damit wir da durchkommen. So. Jetzt haben wir hier diesen Schlauch. Ich muss rausfinden, wo dieser Schlauch lang führt. Das ist das Wichtigste. Also hier, sonst kommen wir hier nicht weiter. Das heißt, ich muss nachvollziehen, wo der lang läuft. Und jetzt müssen wir mit der Drahtschere erstmal hier durchschneiden. Zack. Das ist so praktisch. Hier ist ein Benzinfleck. Kann ich rein theoretisch das anzünden, aber bin mir nicht so ganz sicher, ob das irgendwie was bringt. Eine weitere Hundemarke haben wir gekriegt. Hier ist der Explosive Storage, aber hier komme ich nicht rein. Der Generator ist leer. Jetzt ist los mit lustig. Also das Kabel führte da in die Wand, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo das rausführt. Also wie es da weitergeht. Man sieht ja nur, es führt hier rein. Deswegen müssen wir mal gucken. First off. Irgendwo ist es wieder. Weil der Generator lief ja schon eben. Das heißt, um das Ding hier zu bedienen, brauche ich den Generator ja nicht. Sonst hätte das ja eben schon funktioniert. Aber ich habe nochmal den Spielstand geladen und bin nochmal hier hin, aber das, ja, hat leider wenig geholfen. Also von daher gehe ich mal nicht davon aus, dass wir den Generator brauchen, um das zum Laufen zu kriegen. Große Storage, da wüsste ich auch mal gern, wie man da reinkommt. Irgendwo über mir. Hier ist ein Eingang. Oh, ich glaube, was kommt da gerade? Scheiße. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss weg. Aber Frage ist, wohin? Irgendwo verstecken. Irgendwas, um es abzulenken? Nee, ich hab gar nichts. Bin leer. Leer gesaugt. Gut, dann warte ich nochmal kurz, bis das Monster weg ist und dann gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Monster macht es mir auch nicht gerade einfach. Da ist das Dynamit, da müssen wir rein, aber ich weiß nicht wie. Muss hier irgendwie eine Möglichkeit geben, irgendeinen Weg. Weg auf die andere Seite geben. Hier ist alles vollgestellt.
echt dick schlimm. Versuche mich mal links zu halten. Ah, das sind die Rattis. Die mögen doch kein Licht, ne? Perfekt. Das ist ein Score. Wo ist es denn? Ah, natürlich! Scheiße! Kacke, Mann! Juhu! Oh Gott! Tot! Ah ja. Okay, aber das wird... Alter, ganz ehrlich. Die Episoden gehen ja meistens bei mir so eine halbe Stunde, ne? Circa. Ich hocke jetzt schon ungelogen fast 2 Stunden dran. Das ist unfassbar. Okay, ich werde nochmal versuchen, dass wir das hinkriegen. Bis gleich. Okay, ich habe es irgendwie geschafft, dem Monster zu entkommen. Hier haben wir eine weitere Drahtschere. Zack, komm. Ja. Okay. Was? Das meine ich. Kiste. Hol ich noch. Glaube ich. Ja. Der Generator ist gleich leer. Aber in dieser Ecke ist halt kein Schalter, kein gar nichts. Super dunkel hier. Ah, hier kann ich durch. Ah. Das ist mega die Tortur hier, das wieder mitzukriegen. Aber ich will es schaffen. Okay, ich habe eins verbannt. War da noch Fleisch? Kann ich gebrauchen. Eine leere Flasche, die ist halt nutzlos. Wenn sie Benzin hätte, wäre das gut. Hat's aber nicht. So. Das Fass ist explosive. Guck mal, Fuel. Voll. Ja, dann lasse ich das Fleisch hier. Fuel brauche ich halt für den Generator. Oh, hier irgendwo. Irgendwo da hinten. Die Kiste zu verschieben macht ja keinen Sinn, da komme ich nicht durch. Ist halt so fucking dunkel, ich sehe halt nichts. War das? Ja, der ist in eine Falle gelaufen. Glaube ich. Er ist weg. Ja, lol. Mega gut. Egal, lol. Oh, ich glaube, ich muss es doch wegschieben, kann das sein? Gas. Hier, ist hier Ende Gelände? Das glaube ich jetzt nicht, oder? Ah, dass das Licht immer so schnell ausgeht, ne? Ulf, Heilung. Okay, weg damit. Brauche ich. So was springen kann ich nicht. Dadurch geht. Dadurch geht sogar. Das hier kann ich durch. Sehr witzig. Aber das. Ja, die sind genau so gestellt, dass man nicht durchkommt, ne? Hervorragend.
kann man da durchkriechen? Geht sowas? Hier ist irgendwie nichts mehr zu holen. Oder muss ich mit dem Fass es zum Explodieren bringen? Das ist ja nur aus Holz. Monster kriegt das ja auch irgendwie kaputt. Habe ich irgendwas, um das wegzusprengen? Ah Gott. Das ist doch grauenvoll. Ich werde mal gucken, wie ich auf die andere Seite komme. Wir machen jetzt ein bisschen länger, aber das will ich noch gerne schaffen. Also bis gleich. Etwas unvorhergesehen ist es passiert. Ihr seht, es brennt. Ich habe mir einen Molotow-Cocktail gebastelt. Da lag ja noch Stoff rum. Ich hatte Benzin dabei und eine Flasche. Bin kreativ geworden und dachte mir, das ist ja fucking Holz. Das brennt, ne? Das Monster ist ja so stark, dass es dann halt das Holz natürlich zerstören kann. Ich meine, hätten wir theoretisch auch, aber wir haben nichts dabei. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, unfreiwillig, hat er das jetzt hier zerstört. Und jetzt kann ich durch. Und durch das Feuer habe ich das Monster auch verjagen können. So, ich habe eine Drahtschere. Nutzen wir die. Wunderbar. Hätte es auch lassen können für das Monster. Aber ganz ehrlich, das ist eine Lichtquelle. Kann ich vielleicht auch noch gebrauchen. Also. Nee. So schlecht ist das jetzt nicht. Okay. Ich glaube, ich komme in dem Dynamit langsam näher. Da ist eine Tür, die ich nicht öffnen kann. Das ist natürlich blöd, aber so ist es halt. Da war da auch nichts, womit ich die Tür zerstören könnte. Es sei denn, das Monster ist so gnädig und zerstört das, aber kann es nicht forcieren. Natürlich kann ich nicht abschließen, aber was drum. Das Dynamit und das ist das, was zählt. Jetzt muss ich es nur noch lebend hier rausschaffen. Dann haben wir gewonnen. War es voll? So will ich das Dynamit... Ja, okay, klar. Okay. Das Benzin behalte ich natürlich für den Generator. Dann würde ich gerne ein bisschen wieder was reinfüllen. Da haben wir aber noch einen Zettel. Oder was ist das? Da ist noch voll viel Kram hin, ne? Schade, dass ich nur so wenig Platz habe. Aber das ist halt ein Survival-Horror-Spiel, ne? Immer noch im Kern. Was denn? Unaufgehoben ist aber nicht für die... Das ist Spezialmunition, oder was? Die ist rot. Die geht nicht in die Knarre rein. Was ist denn das für Munition? Sind das Schrotkugeln? Es gibt eine Schrotflinte in diesem Spiel? Wo soll die denn sein? Oh mein Gott! Eine Schrotflinte, wie geil. Also damit lässt sich das Monster garantiert gut in die Flucht schlagen, plus ja, wie soll ich sagen? Durchaus auch eine Tür zerstören mit einem Schuss. Nehme ich mal stark an. Okay. Wird verwendet, wenn etwas zur Explosion gebracht werden muss, was von Zeit zu Zeit vorkommt, erfordert einen Zünder. Okay, wir haben keinen Zünder. Das kommt auch noch hinzu. Scheiße. Sei es drum. Auch Licht. Und wie gesagt, das hat jetzt alles mehr so semi-gut funktioniert, hier reinzukommen. Das Problem ist, wie komme ich hier raus? Es gibt nicht mal eine Tür. Seht ihr das? Das ist ein geschlossener Raum, ohne Tür. Also ohne zweite Tür, sag ich mal. Also es gibt nur einen Eingang. Das heißt, ich muss diese ganze Tortur nochmal zurück machen. Das ist ja grauenvoll. Okay. Ich hoffe, ich schaffe das. Ist da drin zufällig der Zünder? Da muss ich nochmal hier hin zurück. Liegt auf jeden Fall noch gut Stuff drin, ne? Ich will am liebsten alles mitnehmen, aber wie gesagt, Inventar ist begrenzt. Und komme hier auch nicht ohne weiteres, glaube ich, nochmal hin zurück, zumindest. Habe ich nicht das große Bedürfnis, um ganz ehrlich zu sein. Was noch?
Jetzt muss ich auch nochmal irgendwie an den Ratten vorbei, glaube ich, oder? Das Monster ist irgendwo hinter mir. Ich laufe einfach. Ganz gemütlich. Einfach hier raus. Einfach hier raus spazieren! Gott, renn! Renn um dein Leben, Alter. Gott. Ich hab's geschafft, wieder Mietlinge ab. Speichern. Das war ein Trip. Alter Schwede. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt. Ey, ungelogen, dieses Spiel macht mich komplett fertig. Ja, wie gesagt, ich habe nicht alle Ninja-Teile gespielt, aber ungelogen, das ist bisher der schwerste. Das Monster ist super penetrant. Absolut. Also es taucht gefühlt jede Sekunde auf. Und die Mittel sind sowas von knapp. Also, es ist wirklich so Mangelware wie bei Resident Evil 1. Es ist grauenvoll. Ich meine, ich habe zwar viele Sachen, ja, aber das meiste sind halt leere Flaschen, mit denen ich nichts anfangen kann, außer das Monster halt abzulenken. Wir können es ja nicht töten. Ne? Das ist ja das Ding. Aber, uff. Oder, oder. Na gut. Wir haben nur noch einen Bereich, nämlich hier. Storage Area. Da müssen wir das nächste Mal hin. Da finden wir dann garantiert den Zünder. Weil mehr gibt es hier auch, glaube ich, nicht mehr zu finden. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Aber hätte ich jetzt mal vermutet. Okay, das war es jetzt mal von dieser Episode von Amnesia the Bunker. Schon mal vorab, ich werde dann offscreen nach dem Zünder suchen. Wenn ich ihn gefunden habe, sage ich euch auch, wo es den zu finden gibt. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.